There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day, he passed my way. And as we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. I will talk about Gothenburg. Ich werde vom Kulturfest in Göteborg sprechen. Und ich denke immer, dass ich mit der Kultur anfangen soll. Ich habe also mit der Kunst angefangen, damit Sie ein Gefühl bekommen für unser Kulturfest. Ja, Kultur finns inom oss und den ist ostoppbar. Samtidigt ist auch Kultur für mich ein Werkzeug, um zu motverka, zum Beispiel Fremdlingsfientlichkeit im Samhället oder andere kyliga vindar som kan blåsa in ut. Så att jag är jävligt tacksam att ha fått vara här idag. Jag tycker att stå på Götaplatsen liksom och bara ha hela avenyn så här. Och så händer det idag. Det var helt sjukt. Det har varit helt jättebra. Otroligt. Vilket kalas. Alltså vilken bra. Allt var bra. Das Kulturfest von Göteborg. Das Kulturfest fing eigentlich als Stadtfest an, und zwar im Jahr 1992. Und es kam dann vor 7 Jahren zu einem Wandel. Es hatte dieses Stadtfest gegeben, an einem großen Platz mit einem großen Publikum. Und es gab immer viel Berichterstattung, viel Diskussion zum Thema, dass die Polizei sehr hart arbeiten musste, weil das Publikum sehr jung war und sehr oft besoffen. Im Jahr 2007, als wir in ein Kulturfest umgewandelt wurden, haben wir dann alle Bierzelte abbestellt. Alle Festzelte, alle Orte,
innerhalb des Festivalraumes, wo Alkohol ausgeschenkt wurde. Und jetzt gehören wir zu den Festivals in Schweden, wo gar kein Alkohol im Festivalraum ausgeschenkt wird. Alkohol kann man ja kaufen von den Kneipen in den Gaststätten in der Stadt, aber nicht im Festival selber. Das Fest dauert 6 Tage mit allen Kulturformen. Der Eintritt kostet nichts. Wir belegen alle Plätze und Straßen in der Innenstadt und wir gehören zu den größten Festivals in Skandinavien mit über 1.200.000 Besuchern und, das heißt Besuche, und 1.200 Veranstaltungen. Wir spielen eine wichtige Rolle als Botschafter für Göteborg. Im nächsten Jahr wird unser Fest vom 12. bis 17. August stattfinden, also 2014. Und das Fest liegt genau eine Woche vor der Rückkehr zur Schule und auch kurz vor Way Out West. Im Jahr 2010 lief unser Fest parallel zu Way Out West und das war auch ganz gut. Ich komme später darauf zu reden und beschreibe, was in der Stadt los ist während unserer Festtage. Ich habe gesagt, wir haben die Kultur in jeder Form, also nicht nur die Musik, es gibt auch Kunstperformances, es gibt Tanzveranstaltungen, es gibt Umzüge, gutes Essen, internationale und lokale Künstler. Die Organisation, die Vorbereitung, da wir ja keine Eintrittsgelder bekommen, kommt über 90% unserer Finanzmittel von der Stadt und von der Region Schweden-West und außerdem von einem Unternehmen in, also Göteborg Company heißt es, ein Unternehmen, was zur Hälfte der Stadt selber gehört. Das sind die Veranstalter. Unsere Ziele, in diesem Jahr haben wir eine kleine Reise veranstaltet vor der Vorbereitung. Wir haben einen Bus gehabt und sind mit einigen Künstlern herumgefahren in die Vororte von Göteborg, um mit den Leuten zu reden und um sie zu fragen, ob sie gerne das Fest besuchen wollen. Und wissen Sie, was sie uns gesagt haben? Na, viele haben gesagt, ja klar, wir kommen, ja, gerne, wir nehmen ein Programmheft und wir sehen uns dann. Aber es gab auch andere, die uns erzählt haben, dass sie niemals im Laufe des Jahres in die Stadt hineinfahren. Sie bleiben in den Vororten, die fahren eigentlich nur in die Stadt, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Ansonsten bleiben sie draußen in den Vororten, weil sie in der Stadt nichts zu suchen haben. Unser Anspruch besteht also darin, ein Programm anzubieten, das auch Angebote entwickelt für Menschen, die sonst nie in die Stadt hineinfahren würden, damit sie wirklich einen Grund haben, nicht nur um die Kultur mitzunehmen, die Kunst, die Musik, sondern auch diese paar Tage Spaß zu haben und am Ende des Sommers sich zu freuen. Manchmal wollen sie sich auch mit anderen treffen. Manchmal haben sie eine solche Kultur oder Kunst nie erlebt. Wenn wir 1200 Veranstaltungen haben, dann wissen wir auch aus unseren Erhebungen, dass viele Besucher
etwas zum ersten Mal erleben. Zum Beispiel, Sie haben nie im Leben ein Oper besucht. Und wir haben mit Roger Waters Oper in diesem Jahr, Saiha, angefangen. Und zum ersten Mal in der Geschichte, wie Sie vielleicht wissen, gehört die Oper als Gattung zu den kleinsten Gattungen überhaupt, was die Besucheranzahl betrifft. Und wir hatten über 15.000 Zuhörer für diese Veranstaltung an dem großen zentralen Platz in Göteborg. Und das war die Eröffnungsveranstaltung am ersten Abend unseres Festes. Und wir wussten sehr wohl, dass die meisten Anwesenden nie im Leben ein Oper erfahren, erlebt, gesehen hatten. Es war eine erstmalige Erlebnis. Ich stand da draußen mit und habe gehört, wie die Leute sagten: Oh mein Gott, jetzt singen Sie so kräftig, vielleicht sterben wir vor dieser Stimme. Also es gibt Bemerkungen, die man sonst im Opernhaus sonst nie hören würde, weil die Besucher dort sich an diese Gattung gewöhnt haben. Sie kennen das, sie wissen, wie es läuft. Und das gehört zu unseren Zielen, dass wir einschließend wirken, dass wir Menschen integrieren, dass wir für jeden etwas anbieten. Unter diesen 1.200.000 Besuchen im Laufe der Festtage. Und wie gesagt, manchmal teilen wir die Stadt mit dem großartigen Festival Way Out West. An einem Sonntag, am 17. August, haben wir einmal ein Konzert veranstaltet mit Pink Floyd in einem großen Arena. Wir hatten über 40.000 Besucher. Gleichzeitig wurde Fußball gespielt, beziehungsweise 2 bis 3 Stunden vorher. Und da waren 17.000 Besucher anwesend. Also im Laufe des Tages hatten wir über 200.000 Besucher insgesamt. Das heißt, dass die Menschen, die anwesend sind, nicht einfach eine Veranstaltung besuchen. Es gibt ein reichhaltiges Programm und sie haben eine ganz tolle Auswahl. Und wenn das der Fall ist, dann ergreifen sie die Gelegenheit und wollen auch andere kulturelle Veranstaltungen mitnehmen und andere Bilder erleben, die wir bereitstellen. Und wenn ich sage, wir stellen das bereit, dann ist das auch ein Ziel, das wir verfolgen. Dass wir bei diesem Fest Vielfältigkeit anbieten, dass wir die Vielfalt anerkennen und berücksichtigen. Und das gehört zu den schwierigen Problemen, denn wie können wir dann zählen? Wir haben schon vorhin gehört, dass man bei Way Out West 150 verschiedene Künstler hatten. Andere Festivals bieten vielleicht 40 Bands oder Künstler an. Und dann ist es vielleicht leichter zu sagen, okay, wir wollen 50% Frauen, die auf der Bühne auftreten, und 50% Männer. Bei uns haben wir dasselbe Ziel, aber es ist noch nicht für uns so leicht möglich zu behaupten, dass wir dieses Jahr einen bestimmten Anteil an Frauen hatten, dass wir diese aus feministischer Sicht Vielfalt anbieten konnten. Und zwar in einer solchen Art, dass wir die Erreichung unserer Ziele nachweisen können. Aber wir wissen, dass wir Künstler brauchen aus verschiedenen Regionen der Welt. Und wir wissen auch, dass es für die Leute wichtig ist, ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen.
Und deswegen ist uns klar, dass wir sehr viele verschiedene Gründe und Meinungen mit berücksichtigen müssen, als vielleicht nur unsere. Nächstes Jahr wollen wir zum Beispiel alle Musikveranstaltungen und gerade die Musik, denn wir wissen, dass bei Tanz und bei Theater und bei anderen Performance-darstellenden Gattungen sehr viel mehr Frauen auftreten. Wir wollen das aber zu einem breiten Erfahrung machen. Wir brauchen die Gleichheit bei unserem Fest. Und dafür brauchen wir von außen auch Unterstützung. Alle in Göteborg und in der Region Schweden-West und aus unserem Küstenbereich sind herzlich willkommen. Dieses Jahr konnten wir in den verschiedenen Blogs lesen, dass die Autoren angekündigt haben, sie würden alle Festivals besuchen, sie würden auf eine Reise gehen und alle Festivals mitnehmen. Und sie haben unser Kulturfest auch angeschlossen an einen Besuch bei Way Out West. Also wir haben erkannt, dass Besucher aus anderen Ländern dabei sein werden, die an unserem Angebot Gefallen genommen haben. Und wir wissen noch nicht, warum das so ist. Aber wir hoffen sehr, wenn wir diese Situation untersuchen, dass wir auch zum Beispiel mit dieser Institution zusammenarbeiten können, um zu verstehen, welche Zuschauer zu uns kommen, wo wir natürlich auch den Eintritt gratis erlauben. Unsere Vision besteht darin, so viele Menschen wie möglich zu beteiligen. Es soll nicht einfach eine Party sein für den Bereich Westschweden. Es soll ein großes Fest, eine Party sein, die inspiriert, denn viele brauchen das, bevor die Regenzeit in Göteborg vor dem Winter einsetzt. Wir haben noch ein paar Sommertage übrig. Im Sommer gibt es auch manchmal Regen, ja. Aber unsere Vision besteht darin, dass wir etwas ändern können. Und wir wissen, dass wir das auch tun für alle, die in der Lage sind, mit der Straßenbahn oder mit dem Bus in die Stadt hineinzufahren. Vielleicht ein zweites Mal in diesem Jahr. Nicht um das Krankenhaus zu besuchen, sondern um das Kulturfest zu besuchen, um etwas mehr zu bekommen. Nicht für andere, sondern für sich selber. Wie können wir mit einem Fest Ideen ändern, Vorstellungen von der Kultur ändern? Denn wir wissen, dass wir sehr viele Zuhörer, Zuschauer bekommen, die nichts vom Theater wissen, nichts von Oper wissen oder von Tanz. Aber wir wissen, dass sie jetzt eine erste Erfahrung, eine erste Bildung bekommen, ein erstes Erlebnis und zum ersten Mal in ihrem Leben ein Gefühl bekommen. Und das ist für manche Leute vielleicht eine erste Erfahrung, die eine Tür öffnet. Denn diese Menschen bekommen damit eine Wahl. Sie wissen, dass sie auch später im Jahr in ein Theater, in ein Opernhaus gehen können.
Und diejenigen, die Saira, unsere Eröffnungsveranstaltung in diesem Jahr, erlebt haben, werden ganz bestimmt mindestens einmal noch in ein Oper gehen, weil sie jetzt die Erfahrung hatten und es hat ihnen gefallen. Es war nicht unerreichbar. Sie haben wirklich feststellen können, dass es nicht jenseits ihres Lebensbereichs liegt. Sie haben die Gelegenheit gehabt. Und jetzt wissen sie, dass sie eine Wahl haben. Denn wir haben ein paar Werte vermitteln können, die sie brauchen, um eine Wahl anzugehen. Unser Kulturfest wird nicht aus wirtschaftlichen Gründen organisiert. Aber wir haben nichtsdestotrotz natürlich die Catering-Seiten, wir haben Essen und Getränke im Angebot, nicht von uns, sondern von anderen Zulieferern. Aber es ist für uns eine Gelegenheit, die wir den kleinen Geschäften in der Stadt anbieten können. Also alle, die in der Stadt Handel betreiben, können auch bei unserem Kulturfest ein bisschen mehr verdienen. Und insofern haben wir etwas in Bewegung gebracht, das vielleicht gut sein wird für die Geschäfte vor Ort, für die kleinen Unternehmen in der Stadt. Denn wir führen die Gaststätten ja selber nicht. Wir haben nicht 200 Sponsoren, die sagen, das ist so toll, dieses Kulturfest. Wir bekommen so viele Besucher, so viele Gäste, 6 Tage lang, dass wir Sponsoring betreiben wollen. Sie wissen aber, dass sie 6 Tage lang volle Tische bekommen werden. Die schlechte Nachricht ist, dass sie im Grunde genommen sich ruhig auf dem Sofa zurückziehen oder auf den Sessel und sagen, ach, das ist eine gute Sache, das Kulturfest, und wir müssen ja nichts bezahlen. Wir bekommen alles, was wir brauchen, kostenlos. Und wenn wir kein Kulturfest hätten, das durch die Stadt Göteborg angeboten wird, finanziert wird, dann wären wir nicht in der Lage, dieses zu geben. Es ist ein Geschenk, und wenn wir nicht so einen Charme ausüben würden, wenn wir nicht so viele Besucher anziehen würden, dann wären die Geschäfte nicht in diese Lage geraten. So wie es jetzt ist, können Sie nur Danke sagen. Aber wir müssen teilen. Wir müssen mit diesen Geschäften zusammenarbeiten. Und wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, dass die Wirtschaft für die Geschäfte in der Stadt sich positive gestaltet. Und deswegen zählen wir und messen wir jedes Jahr. Und wir erkennen, dass viele Besucher gerne zurückkommen. Viele Besucher besuchen auch nicht nur eine Veranstaltung, um dann nach Hause zu kehren. Sie besuchen normalerweise mindestens 5 Veranstaltungen. Und es gibt viele, die mehr als 10, sogar mehr als 20 Veranstaltungen während der 6 Tage besuchen. Es ist ja ein recht großes Fest und daher ist es nicht leicht, our mission to change and our mission to
alles bewusst zu gestalten. Wir wollen ja umweltfreundlich sein. Wir wollen ja Gleichheit und Vielfalt antreiben. Das sind auch Ziele, die wir verfolgen. Wir können nicht immer alles gleichzeitig. Und eigentlich ist wichtig, dass wir versuchen, diese Ziele zu verfolgen. Und jedes Jahr versuchen wir, ein bisschen besser zu sein und effizienter zu arbeiten. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, vielleicht diese Möglichkeit zu bekommen und Ergebnisse darzustellen, die beweisen, dass wir einen Wandel umgesetzt haben, dass wir tatsächlich es geschafft haben, die Bewohner aus den Vororten in die Stadt zu bringen. Wir arbeiten daran, diese Ziele, diese Ergebnisse zu messen. Abschließen möchte ich eigentlich, indem ich kurz etwas sage zu der Bedeutung eines solchen Kulturfestes, wo Alkohol nicht angeboten wird. Wir bezahlen über 1 Million Kronen an die Polizei. Und die Polizei sagt uns, dass während dieser 6 Tage der Kulturfestveranstaltungen in Göteborg die Straßen ruhiger sind und leichter zu kontrollieren sind, weil so viele Menschen nicht betrunken herumlaufen, als an einem normalen Wochenende in Göteborg. Das heißt, wir haben hier ein Programm, wo zum Beispiel auf der großen Bühne in Götterplatze, also am großen Platz in Göteborg, wir eine Veranstaltung für Kinder haben und dann eine Veranstaltung für die Jugendlichen um 14 Jahre herum und dann für die jungen Erwachsenen und dann vielleicht eine Veranstaltung für die Eltern der Jugendlichen und dann eine Veranstaltung für alle zusammen. Und das spielt eine wichtige Rolle, denn in der Geschichte unseres Kulturfestes war es manchmal anders. Wir hatten eine Bühne nur für die Jugendlichen, eine Bühne nur für die Erwachsenen. Und dann haben wir erkannt, dass wir damit Probleme schüren, denn die Besucher bleiben einfach da, wo sie stehen. Und sie besuchen nicht die anderen Stadtteile. Sie sind mehr oder weniger verwurzelt. Und das wollten wir nicht. Wir wollten, dass sie sich auch herumbewegen. Wir hoffen, dass die Forschung, die hier im Zentrum und auch durch Clara in Berlin durchgeführt werden, dass wir in der Zukunft bessere Erkenntnisse bekommen werden. Denn gerade beim Kulturfest müssen wir darstellen, dass wir nicht nur für uns etwas machen, um eigene Ziele zu erreichen, sondern dass wir tatsächlich Ziele erreichen, die für die Besucher wichtig sind.